Die Zeit der blinden Ampeln ist vorbei, haben wir eben festgestellt. Willkommen, liebe Freunde der Blasmusik. Wir sind nämlich im Auto auf dem Weg Richtung St. Pölten und ich habe mich gerade höchst empörend beschwert über die Ampel Tullner Straße, nein, Sankt-Christoffener Straße, Wiener Straße, die da einfach so rot geworden ist, wie ich auf sie zugerast bin. Stellt euch das mal vor. Und da habe ich gesagt, ja, was ist denn das für eine blöde Ampel, die wird rot, obwohl weit und breit kein Auto ist. Und mein Sohn sagt, ja, die Ampel kann er nicht sehen. Und ich sage, doch, die Ampeln können sehen. Denn heute haben doch fast alle Ampeln diese Bewegungs-Auto-Kommt-Sensoren. Ja. Das ist ja schon mal ein glorreicher Beginn für ein wunderschönes Video, einen wunderschönen Tag. Und weil es gerade so wunderschön ist, machen wir gleich noch wunderschöne blaue Wolken. Ich bin der alte Knacker Schwarz aus dem rostigen Städtchen der Leckbach im Wienerwald. Der nächste Sohn beschwert sich, aber die Wolken sind normalerweise weiß. Der kennt meine Wolken nicht. Ach, mir gefallen sie noch immer, meine Wolken. Also unsere Wolken, nicht meine Wolken. Wir sind also auf dem Weg nach St. Pölten und freuen uns, unsere liebe Mutter, Schrägstrich Frau, Schrägstrich Geliebte wieder zu treffen, die ja erfolgreich im Dienst war und jetzt wohlgemerkt viel zu spät, aber doch abgeholt wird von uns. Danach werden wir einen Großeinkauf ohne Groß machen. Da wir ja die Baustelle haben, werden wir den Einkauf limitieren auf das Notwendigere. Klopapier ist notwendig, das erinnert so ein bisschen an den Lockdown. Gestern waren da nicht so viele Leute wie erwartet im Kindergarten, also es waren 21 Gäste statt der erwarteten 40. Aber die, die da waren, denen hat es gefallen, habe ich mitbekommen. Die waren teilweise sogar hochbegeistert. Also ich habe 5 extrem begeisterte Rückmeldungen bekommen. Und ich habe alle 3G-Geschichten kontrolliert, höchstpersönlich. Und freue mich auf morgen, wo das Kindergarten ja schon wieder auf hat. Und ich freue mich auf heute um 12 Uhr, wenn das Kindergarten-Update online geht, das bereits neu gerendert wird, dass es auch auf Instagram, direkt in Instagram TV online geht. Da habe ich ja in den letzten Tagen alle Kindergarten-Updates bereitgestellt und mache das künftig parallel zu YouTube. Haben wir mal schauen, ob es auf Instagram mehr Rückmeldungen gibt als auf YouTube. Bin ein neugieriger kleiner Knacker. Ja, und da muss man die Videos nochmal rendern, denn Instagram sagt, mehr als 3 GB akzeptieren sie nicht. Und die haben meistens so um die 4 GB, also muss ich sie ein bisschen verkleinern. Ja, im Kopf grübelt die Finanzlage, denn ich habe jetzt diese Raupe nicht gekauft. Noch nicht, hoffentlich bleibt so. Das ist natürlich grob fahrlässig, das bedeutet, wenn ich jetzt nicht sofort viel Geld ausgeben, werde ich nächsten Monat 2000 Euro Vorsteuer bezahlen. Das ist natürlich nicht ganz, vielleicht 1500. Das ist natürlich strategisch höchst ungeschickt, das zu tun. Andererseits will ich jetzt auch kein Geld ausgeben, denn wenn ich jetzt das Geld ausgebe, dann habe ich es ja nicht mehr. Andererseits, und zwar das ist jetzt dritterseits, wenn ich richtig mitgezählt habe, gibt es da einen Data East Flipper in Korneuburg, den man kaufen könnte, wenn man nicht unbedingt, wenn man das Bedürfnis hätte. Und so einen, der mir fehlt. Ich habe mir nicht gemerkt, welcher. Menzel, weißt du es noch? Aber ich habe es notiert. Ich könnte ja die entsprechenden Personen, die den verkaufen, mal kontaktieren und schauen, ob die einen vernünftigen Preis machen. Ja, so ist der Plan heute. Das Wetter ist unglaublich schön. Gestern ja Sturm, Weltuntergangsstimmung. Heute strahlender Sonnenschein. Man bereut schon wieder, das Planschbecken schon abgebaut zu haben. So absurd ist das alles. Mir ist aber noch ein Planschbecken aufgebaut.
Wir schon, unseres nicht mehr. Nun ja, was werden wir sonst heute tun? Nicht viel essen. Ich werde mehrfach essen. Ich habe gestern. Ich bin zur Sicherheit heute nicht auf die Waage gegangen. Ich habe gestern, und das kenne ich schon, von Zeiten der eitlen Spielhalle. Der eitlen Spielhalle gab es einen Kühlschrank. Und in diesem Kühlschrank waren Leckereien drinnen. Ähnliche Leckereien, wie es sie heute gibt im Kindergarten. Also es gab Duplo, es gab Pickup, es gab Mannerschnitten. Und da gab es noch so Sackerl mit Chips und so Sachen. Ihr wisst, was ich meine. Da war ich immer höchst verleitet. Und wenn ich bewusst keine Süßsachen zu Hause hatte und dann am Wochenende der Zuckersucht Hunger zugeschlagen hat, bin ich dann immer mal so in die Spielhalle rübergegangen und habe diesen Kühlschrank ausgeräumt. So ähnlich war es gestern. Ich bin also im Kindergarten gesessen, im Eingangsbereich, und bin immer wieder zum Kühlschrank gegangen, habe mir Knoppers geholt und M&Ms habe ich gegessen. Das wissen die Kinder alles noch nicht. Oh ja, Knoppers wissen sie. Haben sie mitgegessen. Und habe da ziemlich reingehaut. Nicht so gescheit, aber so ist es halt im Leben. Ja, sonst fällt mir gerade nichts ein. Drum mache ich jetzt mal Schluss. Und ja, Pizza haben wir gegessen von Lava. Ich sage euch was, die war gar nicht schlecht. Die war mittelzärtlich, nicht so brutal dick belegt, wie man das oft befürchtet bei Pizzen. War echt gut, wir haben so Familienpizza gehabt. Ich habe eine halbe Familienpizza gegessen. So viel zum Thema Fressen. Und die Kinder haben sich dann den Rest geteilt, sozusagen. Ich glaube, zwei Stück hat jeder gekriegt, oder? Zwei so Torten. Ja, also ein Viertel Pizza hat jedes Kind gegessen, von der Großen. Und ich habe die Hälfte gegessen. Ja. Und dann haben wir noch gegessen Brote, Wurst und Kalebu, also so ein Leberpastetenersatzaufstrich. Brote haben wir gegessen. So, jetzt machen wir mal Schluss. Sammeln wir mal eine Frau ein. Und dann schauen wir mal, was wir heute alles essen. Ha, der Plan ist groß. Mungas hat zu. Wir waren gerade beim Vinzenz in St. Pölten. Der ist in der alten Reichsstraße. Das ist da beim Lagerhaus unter der Brücke der Bundesstraße 1. Ich sage was, wir sind beeindruckt. Also die Homepage hat mich ja abgeschreckt von wegen viel Wein und so und nur eine Speise auf der Karte, und dann kommst du her und es gibt mehrere vegetarische Sachen. Ich habe auf Instagram Fotos gepostet, ich mache das hier ja nicht. Schaut rüber auf Instagram zum Flipperstein Schmatz, da werdet ihr die Fotos sehen. Und wow, war das lecker. Und das Beste, die Hauptspeisen sind in Portionsgrößen, die vernünftig sind. Also der alte Mann wäre mit einer Hauptspeise und einer Vorspeise satt gewesen. Wäre da gewesen. Hat aber mehr gegessen, wie so ist. Und meine Frau hat noch den Nachtisch probiert und der war ja auch sehr mundend, wenn ich das wahrgenommen habe, richtig. Also kann man sehr empfehlen, falls ihr mal in St. Pölten seid und Burger King gerade zugesperrt hat, könnt ihr mal daherkommen. Mahlzeit. Nach einer Runde Sportbewegung fühlt man sich gleich viel erschöpfter. 18 Bahnen lang habe ich gerade Minigegolft. Das geht eine, sage ich. In St. Pölten in der Putzgasse. Da waren wir vor langer Zeit schon mal. Und die Bahnen sind in einem nicht so tollen Zustand, aber sie sind aus Beton. Das heißt, man darf draufsteigen ohne schlechten Gewissen. Und es sind vor allem nicht diese Standard-Internet-Bahnen, wie man sie überall hat. Und ich war natürlich hier, um mir eine gewisse Anregung zu holen für die eigenen Minigolf-Projekte, die wir so am Ideenplanen haben. Prost! Oh, vielleicht kaufe ich echt die Bahn, die es gibt. Ich habe ja die 1500. Das ist übrigens Leitungswasser, denn wir sind Plastik- und Wassersparer. Wir kaufen uns halt diese Flaschen immer, um sie zu verwenden unterwegs. Aber wir füllen sie dann immer auf und verwenden jede Flasche so circa 3,5 Jahre, bis sie dann so grün ist wie die alten Füßlauer Flaschen, die man früher hatte. Ja, witz, diese dunkelgrünen Glasflaschen. Hallo Schatz, grüß dich. Mein Mann verzapft so viel Blödsinn, es ist unglaublich. Ich muss immer husten, wenn meine Frau lügt.
Das Konzert heute von den Echten wurde abgesagt aufgrund gesundheitlicher Thematiken eines männlichen Sängers. Und wenn man a cappella singt und nicht singen kann, ist es blöd. Das ist jetzt wieder so ein Beispiel. Das ist natürlich blöd, dass das Konzert nicht ist. Das ist schade. Andererseits ist es super, denn unsere Kinder sind massiv übermüdet, auch durch die Aktion von gestern und vorgestern und so weiter. Also es richtet sich gerade alles optimal im Leben, außer diesem großen Thema. Aber das richtet sich ganz langsam. Hast du es den anderen schon gegeben? Ja. Das richtet sich ganz langsam. Es gibt schon die ersten Dinge dazu, positive. Und ja, da reden wir dann drüber, ihr wisst Bescheid. Wir fahren nach Hause. Im gleißenden Sonnenlicht stehe ich hier und habe die Palatschinken aufgetischt, denn wir haben was zu feiern. Meine Frau wird alt, so richtig alt, und deshalb bekommt sie jetzt ein Palatschinkengesicht zu essen. So machen wir das. Und mit dem Palatschinkengesicht wird sie um ein Jahr älter. Das schmeckt. Das ist eine Palatschinke mit Marmeladenbackerl, Tomatenmund, Avocadonase, Gurkenohr, Aug und Schoko, Schlagobers, Haarpracht. Na Mahlzeit! Heute sind wir im Browser Edge. Wie gibt's denn das? Habe ich den falschen offen schon den ganzen Tag? Der macht auch die Corona-Zahlen und Fakten. Am 25.09.2021, wir haben 2029 laborbestätigte Fälle, 1932 neue, gestern 4 Verstorbene, 1984 Genesene. 132,6 ist die 7-Tage-Inzidenz, 730.703 laborbestätigte Fälle, 29.904 aktive Fälle, 642 im Spital ohne Intensiv, 225 auf der Intensiv, 85.034.047 durchgeführte Testungen, 10.730 Verstorbene, 690.069 Genesene. Da gehe ich hin, bin hoch erschöpft und über die Terrasse ins Haus. Weil die Küche will ich lieber nicht im Moment. Da schaut es auch nicht besser aus. Dafür haben wir wieder Klopapier. Ja, wir haben Klopapier gekauft und wir haben Milch bekommen und wir haben Mozzarella bekommen. Ganz tolle Sachen haben wir gekriegt. Also wir dürfen uns nicht beschweren. Und ich habe beschlossen, als nächstes werde ich am Ringelspiel weiterarbeiten. Am Karussell. Das habe ich mal so beschlossen. Bin gespannt, ob das passiert. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es ein bisschen besser. Heute hat sich die Familiensituation weiterentwickelt und sie ist überraschend gewesen. Nicht positiv, nicht negativ, aber überraschend. Und ich bin überhaupt total im Eck, was das betrifft und bin schon sehr gespannt, wie die nächsten Wochen ablaufen werden. Ja, es wird sehr neugierig und ich habe neue Erkenntnisse und bin am Überlegen, wie man Dinge korrigieren kann, die falsch sind. Und es ist schwierig, glaubt mir's. Und wir werden es aber, ich werde es angehen, habe ich beschlossen. Ich werde das angehen nächstes Jahr. Und da muss, da soll, da wird ein relativierter Blick auf das Ganze geworfen werden. Morgen hat das Kindergarten offen. Kommt doch vorbei, ab 9 Uhr könnt ihr rein. Und nachdem heute das Konzert abgesagt ist, sind wir vielleicht vorher noch kurz am Flohmarkt. Schauen wir mal, würde mich reizen. Es gibt auch tolle Entwicklungen, was das Haus betrifft. Es gibt jemanden, der mir hilft, diese Bretter machen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und es ist auch finanzierbar. Das ist wunderbar. Ich bin begeistert von uns überhaupt und sage, bis später, bis dann, bis irgendwann. Hier, beim neuen Lenkbach-Vlog, der mit der blauen Wolke. Dem mit der, das mit der blauen Wolke. We'll be right back.